Herzlich willkommen zu diesem Video zu PowerPoint 2016 erste Schritte und hier möchte ich dir jetzt zeigen, wie man Diagramme einfügen kann. Wie mache ich das? Ich könnte hier zum Beispiel hier hergehen auf Einfügen und könnte hier dann einige Dinge einfügen, wie zum Beispiel eine Tabelle, wie wir es gerade im vorgehenden Video kennengelernt haben, oder eben auch ein Diagramm. Ich wähle mir jetzt hier Diagramm aus. Und habe dann hier die Möglichkeit, verschiedene Arten von Diagrammen mir dann nochmal anzeigen zu lassen. Ich könnte hier sogenannte Kreisdiagramme mir zum Beispiel darstellen lassen, Liniendiagramme, also eine Fülle von Dingen. Schau es dir am besten selber an, was du dir da, was dir da besonders gut dann gefallen würden. Ich bleibe jetzt einmal hier. Was können wir denn da nehmen? Ja, ich nehme mal hier so eine gestapelte 3D-Säule. Das schaut doch toll aus. Ich klicke auf OK. Und es wird dann hier schon eingefügt, dieses Diagramm, aber es sind ja schon Daten nochmal vorher gegeben und die möchte ich jetzt ein bisschen verändern, dass wir uns da sehen können, was wir uns da vorstellen können. Und was mache ich da? Ich möchte mal hergehen und möchte da eingeben, verwende ich mal die Kategorie und gebe mal ein, ich möchte hier Männer und Frauen in einzelnen Orten nochmal darstellen. Und schreibe jetzt hier hin Wort 1, da könntest du einen anderen Namen vorstellen, zum Beispiel den Namen einer Stadt. Mache einen Doppelklick hinein. Wort 2, gehe dann hier herein, auf Doppelklick hinein, mache dann Wort 3. Habe die drei Orte und bin eigentlich damit schon zufrieden. Wenn ich hier die vierte Kategorie eben nicht möchte, gehe ich hierher. Markiere dann diese Zeile und kann dann zum Beispiel mit Entfernen dann hier das reduzieren und habe dementsprechend dann hier nur diese drei Orte drinnen und verändere dann hier diese Eingaben und sage jetzt dann im Ort 1 gab es 234 Männer, im Ort 2 gab es 345 Männer. Und hier gab es dann immer mehr wieder weniger, 156 Männer. Man sieht schon, dieser rote Bereich, der wird sehr stark dargestellt, die anderen weniger stark. Ich kann jetzt hierher gehen und sage jetzt, ich trage jetzt für die Frauen ein, sagen wir mal 267, dann wird dann dieser Bereich dann automatisch angepasst. Also wirklich eine ganz geniale Sache. Mit einem Doppelklick gehe ich wieder hinein, mache jetzt hier dann mal hinein. Machen wir es klar, gleich groß dann diese Anzahl und geht dann hierher und sagt dann wiederum, dass es ein bisschen weniger wird, sagen wir mal 126, wird ja automatisch angepasst. Und hier bei der dritten Datenreihe, das ist hier was am dritten aufgesetzt, die brauche ich dann eigentlich nicht. Da kann ich jetzt dann hierher gehen, könnte die dann zum Beispiel einfach dann herauslöschen, markiere das dann, drücke dann entfernen und das ist auch schon verschwunden. Ich habe hier nur noch Datenreihe 1 und Datenreihe 2 dann letztlich und kann dann hierher gehen und kann es dann hier, mache ich das einmal dazu, kann es hier dann auch dann verschieben, kann hier einen anderen Diagrammtitel zum Beispiel einfügen und schreibe jetzt hier hin Männer und Frauen und gehe jetzt dann hierher und könnte das Ganze dann in der Größe dementsprechend dann anpassen. Wenn ich hierher gehe auf diese Datenreihe, könnte ich hier zum Beispiel dann auch eine Veränderung dann vornehmen. Ja, kann hier das dann verändern, kann die Beschriftung verändern. Also eine Reihe von Dingen kann ich hier dann vornehmen. Kann es hier wieder anpassen, kann es an eine andere Stelle zum Beispiel schieben. Also lauter tolle Dinge. Also das kann ich dir empfehlen, probiere mal was aus. Du kannst sehr übersichtlich damit dann Daten darstellen. Eine, wie gesagt, tolle Sache. Ja, ich hoffe, dir ist geholfen zu haben damit, mit Diagrammen im PowerPoint 2016 und freue mich schon auf ein Wiedersehen deinerseits dann beim nächsten Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte.